Damit herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen, wie man unschwer erkennen kann, Killing Quops, worauf ich sehr lange gewartet habe, dass es wirklich in die Early Access kommt. Und dabei Early Access 0.1 von 0 und so weiter. Und ja, ich habe schon ein Profil angelegt. Ich habe schon reingeguckt ins Spiel, da ich das gerade gestern schon aufnehmen wollte, aber wollte nicht mit mir. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert. Und wir legen mal los. So, gehen natürlich auf die neue Map. Albergtal. Hilfe. Gehen wir mal rauf. Rauf jetzt kurz. Und natürlich ist es in der Early Access. Das heißt, wir werden. Es ist noch kein finales Spiel. Aber es sind die Elemente, die wirklich wichtig sind, sind soweit drin. Und es ist gut spielbar. Also, ja. Wir fangen einfach gleich an mit der ersten Mission. Ich habe Grafikeinstellungen, soweit es geht, hochgestellt. Und, also so weit wie bis mein PC ab kann, sagen wir es mal lieber so. Und ja. Fangen wir mit der ersten Mission an. Und ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr schön geworden, das Spiel. So wie es bis jetzt aussieht. Und es wird nur besser. Und von daher. So. Sind wir in unserem Hof. Mission, weil die erste ist schon abgeschlossen jetzt hier. Haben wir auch schon Bullen. Aber das interessiert uns gerade noch nicht so doll. Na, hier haben wir schon Straubmann, Vitimax, Pressel und Lade, Schaufel und Frontlader von Klaas. Da war gerade kurz mal das Radio an. Radio ist natürlich auch. Darf ich noch nicht anmachen, aber ist ja egal. Jetzt geht's aber auch. So, ja. Wir haben dann schon den MB-Truck 1400er und den Klaas 530 Arion. Dann habe ich schon gesehen, diesen Flug haben wir schon. Fünf, vier Schar, eine kleine Scheibenenge. Und dann machen wir gleich mal die erste richtige Mission. Die geht nämlich jetzt hier gleich los. Dazu gehen wir natürlich hier auf das Symbol, die Planung und dann dann auf Quests. Und wir sollen Gülle fahren. Machen wir natürlich. Dazu fahren wir jetzt erstmal zum Klärwerk. Ja, die Maschinen starten hier. Ja, und ich spiele das Spiel mit Lenkrad. Ja. Achso, das zeige ich vorher noch ganz kurz. Das hat mich sehr erfreut, als ich es gesehen habe. Wir haben hier eine Katze, die sich bewegt und auch rumläuft. Und unseren Hund. Und da können wir ja mal gucken, wie wir den nennen. Oder wie wir die beiden Tiere nennen. Wurde nur schnell gezeigt haben. Jetzt geht es natürlich auch los mit unserem sehr schönen Glas auf zum Klärwerk. Und dort sehen wir uns noch wieder, würde ich sagen. Weil die Fahrt dauert jetzt ein bisschen. Aber mal gucken, wie ich es mache. Ja, es leckt ein bisschen rum, Performance-Optimum kommt natürlich immer erst zum Schluss. Aber das ist auch nur im Hof so, danach geht es noch ein bisschen weiterfahren. Klärwerk angekommen. Irgendwas nehmen wir das Fass an, aber vorher, also ich erzähle das noch so ein bisschen was. Also ich war gestern auf jeden Fall richtig froh, als ich gesehen habe, oder habe ich richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass das Spiel zum Early Access ist, also für die Community in der Early Access. Und bin erstmal gleich dann reingegangen, wollte das gleich aufnehmen, hat nicht funktioniert. Toll, schade. Lag aber an mir und nicht am Spiel. Jedenfalls, ich wollte eigentlich so ein Reaktionsvideo dazu machen, aber irgendwie wollte es ja natürlich nicht haben.
Aber ich war wirklich ziemlich geflasht, als ich den das erste Mal hier gesehen habe. Und auch mit dem Menü und alles am Anfang. Und also das ist schon sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Und deswegen, also das ist wirklich, das Spiel ist an sich ist auch sehr schön gemacht. Sehr schöne Texturen, muss man sagen. Und da können mir andere was erzählen. Also ich finde die Texturen wirklich sehr schick. Auch wenn die natürlich anders sind als in manchen anderen Spielen, aber sie sind sehr schick. Nehmen wir mal alles an hier, Schleppschlauch. Dann sollen wir gehen. Und jetzt kommt der nächste Highlight schon. Was ich auch also ein sehr nettes Detail finde. Was man sonst nicht überall hat. Oder sehr selten, besser gesagt. Und zwar, wenn wir jetzt hier ranfahren. Zack. Was ich schon mal cool finde, dass man hier oben so einstellen kann, wie viel man laden will und so. Da ja, kann man nicht. Okay. Nicht, aber doch, ich finde das schon. Doch, genau, komm mal. Ich finde es sehr schön gemacht. So, jetzt sollen wir Gülle kaufen. Das ist, naja, ne? Aber okay. So, drücken wir mal auf Stand. Jetzt kommt es. Hier mit Schlauch, der manchmal auf der richtigen Seite angeschlossen wird. Also, gerade nicht, aber er war schon mal an der richtigen Seite. Mal kurz voll machen hier und während das kümmern sich hier mal ein bisschen umgucken im Klärwerk. Ups. Hier so eine Rührpötte. Ganz schick gemacht auf jeden Fall. Und hier ist das ist alles animiert, das wird alles hin und her hier. Das ist wirklich mit viel, viel Liebe zum Detail gemacht. Das sieht man. Und ich finde, kann ich jetzt jeder halten für das halten, was er will. Das merkt man beim Spiel auch, dass das mit Liebe zum Detail gemacht ist. Das merkt man. Also ich bin so ein großer Simulationsfan und man merkt das wirklich, dass man, wenn man dann hier das die Fahrphysik, ich spiele auf Hardcore, hat man ja vorhin gesehen, die ist so geil, also das fährt sich so gut und das ist wirklich schon, kann man nicht meckern. So, jetzt sollen wir zum Acker fahren, zur Feld 3, da sieht man unten auf der Karte so eine kleine rote Linie, die wir folgen sollen, und die was auch mit Gas. Ja, ich blinke jetzt gerade nicht und ich fahre auch so ein bisschen. Bisschen schneller mal, aber das soll gerade egal sein. Wir werden jetzt die ersten zwei Missionen oder so spielen, die hier und dann noch eine komplett spielen. Und dann wird es das oder, also erstmal und dann spielen wir also es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Aber das wird höchstens in das erste Video kommen. Wahrscheinlich eher weniger. Da vorne sehen wir auch schon, wohin müssen. Jetzt habe ich die Tasten aber nicht, auch nicht belegt, dass ich ausklappen kann und so. Muss ich mal das per Tastatur machen. Aber naja. Das klappt sich jetzt aus hier alles. Ich muss sagen, ich finde das Güllefass auch sehr schön oder so. Dazu noch die Güllefass, dass wir im Buche stehen, ne? So, dann lassen wir hier runter, die Schleppschläuche. Mal an und dann Feuer. Da quillt er sich schon ein bisschen. Ne? Ich kann auch Tempomaten mit Tee, kann auch Tempomaten rein, habe ich rausgefunden. Dann fahren wir die Gülletonne mal leer, würde ich sagen. Wie man es das aus? Das finde ich auch sehr schön, dass man nicht direkt mit dem Sitz nach hinten guckt, sondern so immer neben dem Sitz. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil natürlich kann man sich nicht in echt einmal um 360 Grad drehen. Das wird halt hier im Spiel auch nicht. Das ist sehr gut. Aus meiner Sicht. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen Gülle hier. Ein bisschen draußen, dass wir das jetzt sehen. Ja, ich fahre jetzt hier nicht perfekt, aber das muss ja auch nicht. Ne? Perfekt muss das ja nicht. Aber das Feld, das ist schon.
So, mittlerweile ist dann auch Nacht geworden. Ja, ich war kurz weg, weil wir Besuch gekriegt haben. Kurzfristig. Mal kurz mal Arbeitslicht anschalten hier und dann geht es trotzdem jetzt weiter. Zack. Kann man ja zum Glück alles anschalten. Finde ich schon. Das freut mich auch richtig. Zack, jetzt haben wir hier volle Festbeleuchtung. Hier ist aber noch weiter hier. Ich hätte das Spiel auch in der Nacht noch nicht gespielt. Ich kann da leider noch nicht so. Ja, jetzt geht das raus. Aber es ist auch sehr schön in der Nacht, muss man sagen. Ja, wir skippen das jetzt mal, weil ich jetzt nicht so viel Zeit habe. Muss wieder ausschalten. So, Glocken. So, jetzt wird zurück zum Klärwerk. Ich skippe das jetzt kurz, das kann man natürlich auch erstmal Gülle fürs Leer fahren und so. Aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit zu. Lust schon, aber Zeit nicht. Deswegen fahren wir jetzt so erstmal schon zurück. Ich muss sagen, auch in der Nacht das Spiel sehr, sehr, sehr schön aus. Also, kann ich mich nicht beschweren. Im Gegensatz zu anderen Titeln sieht das doch echt gut aus. So, beim Klärwerk wieder angekommen. Habe ich jetzt wahrscheinlich wieder die Fahrt wieder rausgeschnitten. Klärwerk kommen wir jetzt wieder an, dann füllen wir wieder voll. Und ich denke mal, es geht dann so weiter. Also, ich mache es jetzt natürlich noch. Okay, es geht jetzt nicht, weil ich. Okay, war auch nice. Ah, Complete Mission. Die hören dann mal auf hier. Geht, wird natürlich noch weiter gehen jetzt. Aber reicht jetzt für uns hier mal hin. So. Ich hatte eine Mission machen wir noch, habe ich ja gesagt. Aber dafür mache ich jetzt mal. Obwohl, na, lass uns einfach mal dunkel. Ich finde das echt gut, das im Dunkeln. Also, da kann ich mich nicht beschweren. So, dann machen wir jetzt noch eine Mission. Vorbereitung ist alles. Wir sollen jetzt was. Ich würde davon ausgehen, dass wir jetzt die Gülle untergrubbern sollen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Na, natürlich jetzt wieder. Fahre zu fahren. Finden wir den Gruber, den habe ich ja vorhin schon gezeigt, den haben wir vorhin schon gefunden. Der steht hier in der Scheibe. So, an den haben wir, soll jetzt so zu Feld 13 fahren. Dann muss ich mal wieder suchen. Na komm, mach mal auf hier. Mach mal auf. Das setze ich auf. Und da ist ein paar Minuten dran. Sehr gut. Also, sehr schön finde, muss ich sagen, dass man hier die Mission so skippen kann. Also, wenn man da wirklich keine Zeit oder keine Lust mehr hat, dass man lieber springen kann. Also das ist, dass man die halt anfängt und so. Und dann aber, wenn man ein bisschen was gemacht hat, dann springt.
Finde ich gut gemacht, da muss man sich alles fertig. Jetzt schon am Abend, 20 Uhr. Jetzt geht's mal los hier. So, das wird, guck mal, natürlich erstmal das Feld. Ich muss aber kurz mal einmal in die Einstellungen und mir mal was der Steuerung einstellen. Vehicle. Ah, habe ich das schon überall draufgelegt? Hier ist natürlich sehr Premium. Oh, da habe ich sogar. Nice. Da müsste ich jetzt ja hiermit drehen und hochheben können. Ja, okay. Gut. Also sehr schöne Partikelsysteme hier. Muss man sagen, da kann ich mich echt nicht beschweren. Und ich habe gerade Vollgas, ne? Also das, der quält sich schon ein bisschen hier. Oder kann er nicht, ja, das kann natürlich auch sein. Ich muss sagen, ich bin auch ein sehr großer Fan vom dynamischen Boden. Also das ist schon sehr cool. Dass es endlich mal vernünftige Spiele gibt, was auch was gutes Potenzial hat. Tja, so und sowas beinhaltet. Also Texturen einfach nur, das ist halt scheiße. Das ist hier wirklich dynamischer Boden. Da bewegt man wirklich Erde. Das ist schon mal positiv, freut mich persönlich auf. Habe ich sicher auch nicht gezeigt, aber der Helfer, die gibt es natürlich. Das ist wirklich sowas wie Curseplay. Also nein, nicht ganz, aber ist schon ziemlich gut. Also ein erweiterter Helfer. Und der funktioniert auch richtig gut schon so für eine Early Access Phase. Ja, und er macht seinen Job und das Interface ist auch sehr schön geworden. Also, ich habe da schon was anderes gesehen. Ich das mal hier so weit fertig, dass das hier die Mission fertig ist und dann melde ich mich wieder. So, ich bin zwar jetzt noch nicht fertig mit der Mission, aber ich melde mich trotzdem schon mal zurück. Und zwar, wollen wir ein bisschen labern so. Was ich vermuten lässt, dass, also was ich auch hoffe, dass Beregnungen kommen, also so Schlauchtrommel mit Sprenger und sowas, also Beregnung. Wie man sagt, aus dem Norden so kennt. Ne? Das fände ich sehr, sehr cool, weil da gibt es sonst, gibt es zwar im Konkurrenztitel auch, aber sie also sind auch okay umgesetzt, also wird wahrscheinlich nicht besser funktionieren. Aber wenn die hier wirklich vernünftig umgesetzt sind, dann freue ich mich richtig drauf. Und ich bin auch gespannt, ob das wirklich so einfach wird mit den Modden, wie alle sagen. Weil alle sagen so, ja, das wird einfach, das läuft. Ne? Oder was man so liest, was man so hört, ne? Ich bin gespannt, wie das wirklich wird, weil ich habe mir den Editor schon mal angeguckt, der ist schon im Spiel drin, also da kann man sich das schon angucken. Und ja. Jetzt so das Feld zu 100% grubber ich jetzt mal nicht. Ja, ich glaube, ich schon was anderes zeigen möchte. So, Fahrer zu fahren. Und ja, ich bin gleich da! Da gibt es gleich noch. Vielleicht wollte ich das auch noch schnell zu Ende machen. Ich hoffe mal, dass es nicht noch fertig gemacht wird, weil ich das nicht kann. Mal gucken. Fahren wir mal kurz zurück zur Farm und dann
wird es im zweiten Teil dann weitergehen mit der Mission. Und dann auch irgendwann, dann hoffe ich, ins richtige Spiel einfach. Aber wir werden erstmal ein paar Missionen spielen. Geh ins Haus, geh zum Haus. Kurz alles ausmachen hier. Taschenlampe haben wir natürlich auch. So, jetzt gehen wir hier einmal zum Haus. Ey. Nicht der Ernst. Geh ins Haus, schlafe für 8 Stunden. Alter. Das ist ja mal mega geil. Das ist ja mal mega geil, so. Schlafen. Tage, alles klar. Für 8 Stunden sollen wir schlafen. Okay. Alter. Wie geil ist das denn bitte gemacht? Da kann man so schlafen und dann. Alter. Na gut, okay. Das war's erstmal von mir und dann wird das demnächst, ich kann auch kein genaues Datum sagen, weitergehen. Und wenn wir uns vorher nicht mehr hören, wünsche ich schon mal frohe Weihnachten. Ich muss doch schnell einmal rein, was dann die nächsten Missionen werden. Wer hat's bestellt? Ah, mit dem MP-Truck flügen. Da freue ich mich schon drauf. Gut, dann bis denne und wir hören uns. Tschüss.